Damit Sie wieder sich einfinden können, mache ich einen ganz kurzen Rückblick auf unsere letzten beiden Stunden im letzten Jahr. Wir werden uns heute beschäftigen mit der Gotik in Deutschland und Österreich. Und um das besser, um diese spezifische Situation besser einschätzen zu können, schauen wir kurz zurück auf die Gotik in Frankreich und auf die Situation in Italien, die wir in den letzten Stunden besprochen haben. Sie können sich erinnern, dass wir gesehen haben, dass in Frankreich die Gotik tatsächlich in Frankreich begonnen hat, konkret in der Ile-de-France. Wir haben über die konkreten Gründe gesprochen, nämlich über die schnelle städtische Entwicklung in Frankreich und die Verbindung mit dem Königtum, sodass schon in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts sich hier diese gotische Kathedralkunst in Frankreich entwickelt hat. Und wir haben dann gesehen, dass in Italien die Situation anders war, dass dort kein König vorhanden war und dass sich einige Städte, insbesondere Florenz, rasant entwickelt haben, vor allem im 13. und im 14. Jahrhundert, und dass dann eben in Italien, speziell in Florenz, mit dieser großen Figur Giotto, diese Trecento-Kunst entstanden ist, wo vor allem in der Malerei ganz neue Entwicklungen begonnen worden sind. Wir sprechen also heute über die Situation in Deutschland und in Österreich, und ich möchte nur kurz am Rande erwähnen, was ich nicht erwähne. Also was ich jetzt hier einfach, also ich möchte nur die Lücke benennen. Und zwar, ich spreche nicht über den Einfluss der gotischen Kunst in England, in Spanien und Portugal, in Osteuropa, in Niederlanden und Belgien und in Skandinavien, obwohl die französische Kathedralkunst, die gotische Kunst durchaus in diese Länder beeinflusst hat und speziell in England eigentlich eine hervorragende Kathedralen gebaut worden sind. Aber wenn ich das auch noch einbaue, dann kommen wir mit unserer Zeit überhaupt nicht mehr über die Runden. Um die Situation jetzt in Deutschland und Österreich besser verstehen zu können, rufe ich Ihnen nochmal in Erinnerung, warum das eben in Frankreich und in Italien so, diese Entwicklung so rasant vorwärts gegangen ist. Das lag einerseits daran, also in Italien speziell, weil einfach, obwohl dieses Römische Reich zerstört worden ist, doch immer eine gewisse Tradition mit der Antike in Erinnerung geblieben ist. Und in Frankreich war das Gebiet, was am stärksten romanisiert war. Und auch da eben diese Antiken, das, was die Antike dort aufgebaut hatte, nicht vollständig der Erinnerung entzogen worden ist. Und wir haben gesehen, dass in Frankreich eben aufgrund dieser sehr schnellen städtischen Entwicklung die Kathedralen ja in den Städten gebaut worden sind, dass das Bischofssitze waren, die von diesen beginnenden städtischen Kommunen mitfinanziert, mitgetragen worden sind und auch vom Königtum mitgetragen worden ist, und dass an diesen Kathedralen dann Kathedralschulen, eine Art praktisch Vorform von Universitäten gebaut worden sind, wo nun die Scholastik entwickelt worden ist, also ein System, was durchaus ein theologisches System war, wo aber versucht worden ist, einerseits sehr viel von Aristoteles, von der Antike einzubeziehen und eben auch ein gewisses Vernunftdenken, ein gewisses rationales Gefüge hier einzubeziehen, was eben durchaus auch wieder mit dieser städtischen Situation in Zusammenhang stand. Nun, was war das Spezifikum von Deutschland, Österreich? Österreich hat ja zum Deutschen Kaiserreich dazugehört. Das gibt viele Dinge, die das charakterisieren, den Unterschied eben zu Frankreich und Italien. Das eine ist, dass
dass das nie, also dass diese Gebiete nie in dieser Form romanisiert waren. Sie waren ansatzweise unter römischer Herrschaft, aber sie waren nie, sie hatten nie in der Weise eine städtische Entwicklung in der Antike wie eben Teile von Italien und durchaus Teile von Frankreich. Zweitens wurden dann diese Gebiete von der Völkerwanderung von germanischen Stämmen praktisch überflutet, wo es vorher schon andere germanische und keltische Stämme sesshaft waren und wo sich eine städtische Entwicklung, also mit unglaublicher Verzögerung erst gebildet hat. In diesem Deutschen Reich wurde langsam mit Karl dem Großen und nach Karl dem Großen ein Kaisertum wieder installiert, wo der Kaiser im Unterschied zu dem französischen König in keiner Weise die Städte gefördert hat, sondern die immer praktisch als Widerpart gesehen hat und jetzt einerseits mit den Städten konfrontiert war, aber andererseits mit diesen sehr mächtigen Territorialfürsten. Und diese Territorialfürsten, also Adlige, wurden in diesen deutschen Gebieten eben sehr bedeutsam. Das hat bewirkt, dass Deutschland in unzählige kleine feudale Einheiten zersplittert war, wo es auf der einen Seite keine Zentralisierung durch einen König gab wie in Frankreich, wo es aber auch, wo durch diese enorme Macht dieser Territorialfürsten es nicht möglich war wie in Italien, dass sich einzelne Städte zu so einer starken Bedeutung entwickeln konnten, dass sie sich irgendwie vom Adeln hätten loslösen können. Das heißt, dass im 13., 14. Jahrhundert die deutschen Städte, die langsam sich entwickelt haben, nicht annähernd so bedeutsam waren wie in Frankreich oder in Italien. Aber es hat sich diese städtische Entwicklung hat sich auch in Deutschland nicht aufhalten lassen, und zwar vor allem deswegen durch die geografische Lage, weil Deutschland liegt sozusagen in der Mitte, das heißt, der Warenverkehr von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden führte immer in irgendeiner Form über deutsches Gebiet, und der Warenverkehr von Osten nach Westen führte auch immer über deutsches Gebiet. Das heißt, dass auf die Weise durch diese Handelswege von enormer Bedeutung geworden sind und dass an Knotenpunkten von diesen Handelswegen eben dann doch so etwas wie städtische Gebiete sich wieder entwickelt haben, die aber vor allem eben durch diesen Durchgangshandel gekennzeichnet waren. Das war für Österreich war natürlich hier besonders wichtig, die Donau einerseits und der Brenner andererseits. Das heißt, es haben sich nun langsam, 14. Jahrhundert vor allem, deutsche Städte eben doch zu einer gewissen Bedeutung entwickelt, hatten nun aber die Situation, dass sie in einer massiven Kampfsituation waren zu den Territorialfürsten, aber eben auch durchaus auch zum Kaiser. Diese Zersplitterung, diese Heterogenität in diesem deutschen Gebiet hat sich unglaublich ausgewirkt. Und das ist eben, denke ich mir, auch immer das Wichtige, dass man sich, also warum es auch wichtig ist, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen, weil man bestimmte Dinge erst versteht, wenn man diese historischen Wurzeln sieht und man auch sehen kann, dass eben gewisse historische Entwicklungen unglaublich lange Schatten werfen und unglaublich lange die Entwicklung eines Landes eben mit strukturieren. Also in dem Fall würde ich sagen, hat diese massive territoriale Zersplitterung, diese enorme Bedeutung von Feudalherren, das hat sich in Deutschland ausgewirkt, letztlich bis 1848, wo immer noch feudal-absolutistische Strukturen vorhanden waren, und letzten Endes hat sich das, also in irgendeiner Form hat sich das bis in die Katastrophen des 20. Jahrhunderts hinein
weiter ausgewirkt, dass eben in Deutschland nicht diese Form von städtischer und damit auch demokratischer Entwicklung vollziehen konnte. Ähnlich wie in durchaus auch in Italien hat sich in Deutschland eine ganz starke mystische Strömung entwickelt, die vor allem von den Franziskanern ausgegangen ist, die aber in Deutschland von ganz besonderer Bedeutung war und vor allem eben dann von diesen städtischen Mittelschichten getragen worden ist. Wir werden uns das anschauen, wie das dann in der Kunst ausgesehen hat. Die Mystik, die sehr stark davon ausgegangen ist, dass die Beziehung der Menschen zu Gott nicht unbedingt über kirchliche Institutionen laufen muss, sondern eigentlich eine direktere Beziehung von Mensch und Gott möglich ist. Das ist eben sehr stark über diese franziskanische Frömmigkeit ist das entstanden. Und diese mystische Bewegung war für Deutschland, auch für die Kunst innerhalb von Deutschland von großer Bedeutung. Letzten Endes ist es natürlich eine gewisse Gefährdung für kirchliche Institutionen. Und die Kirche hat einerseits versucht, es zu integrieren und andererseits versucht, es zu bekämpfen. Angesichts dieser enormen retardierenden Entwicklung, die können wir eben in der Kunst nachvollziehen, nämlich dass im deutsch-österreichischen Gebiet die gotische Kunst erst ungefähr 80 Jahre später beginnt als in Frankreich. Also Sie müssen sich einmal überlegen, das würde bedeuten, dass zum Beispiel wir hier erst jetzt zum Beispiel den Surrealismus aufnehmen würden oder so. Ja? Also das sind 80 Jahre, ist unglaublich lange Zeitspanne. Und wenn man das jetzt, wenn man nicht sieht, also wenn man sozusagen die gesellschaftlichen Hintergründe, die sozialen Hintergründe nicht mitdenkt, die Kontexte, dann kann man das nicht verstehen. Ja? Dann versteht man eigentlich nicht, warum in Deutschland, Österreich diese Entwicklung so spät beginnt, aber das ist eben die Ursache. Das heißt, wir können wirklich erst sagen, dass etwa um 1230 die ersten Ansätze einer gotischen Kunst hier überhaupt nachvollziehbar sind, nämlich erst zu einem Zeitpunkt, wo die gesellschaftliche Entwicklung so weit war, dass sie überhaupt das Bedürfnis hatten, sich mit diesen Strömungen auseinanderzusetzen. Und was wir beobachten können, und ich werde Ihnen das jetzt gleich zeigen, ist, dass diese Auseinandersetzung mit der französischen Gotik einerseits sehr sporadisch lief, also wo nur gewisse Teile übernommen worden sind, oder dann praktisch das Ganze versucht worden ist, das ganze System zu übernehmen, bevor dann im 14. Jahrhundert in Deutschland eine ganz eigenständige Form von gotischer Kunst entstanden ist. Ja, das zeige ich Ihnen. Ja, zuerst noch zwei Bilder zu der Lücke, die ich auslasse, nämlich zwei Bilder von englischen Kathedralen, nur dass Sie sehen, dass in England, es wurden riesige gotische, monumentale gotische Kathedralen gebaut. Einfach nur, dass Sie das im Bewusstsein haben, dass das durchaus existent war, auch wenn ich jetzt darüber hier nicht spreche. Ja, der Dom zu Magdeburg, den ich Ihnen hier zeige, der ist sozusagen der erste Kontakt mit gotischer Kunst in Deutschland. Und das ist sehr charakteristisch für die Art, wie das hier abgelaufen worden ist. Der Chor, den Sie hier sehen, wurde 1209 begonnen. Und der Bauherr, der Erzbischof Albrecht, der war in Paris gewesen. Der war in Paris gewesen, hat dort die gotische Kunst gesehen, war total begeistert davon, ist zurückgekommen und wollte sowas einfach auch in Magdeburg
gebaut haben. Das heißt, Sie sehen aber schon vom Grundriss her, dass das noch ganz stark der Roman, also sozusagen der Grundgedanke des Baus immer noch ganz stark der Romanik verhaftet blieb, dass aber immerhin versucht worden ist, ein Chor mit radialen Kapellen zu bauen. Der Albrecht kam also zurück und wollte also einen radialen Kapellenkranz und wollte, was Sie auch hier sehen, wollte einen Chor mit Spitzbogen. Und er hat aber Schwierigkeiten gehabt, weil in Magdeburg es keine derartige Tradition eigentlich gab. Was ich noch dazu vielleicht sagen muss, ist, dass die künstlerischen Voraussetzungen von der Romanik herkommen, ganz andere waren als in Frankreich. In Frankreich wurde innerhalb der romanischen Kunst, wie wir das schon gesehen haben, wurden viele Dinge entwickelt, die in Richtung Gotik gingen. Also zum Beispiel ein radialer Kapellenkranz, zum Beispiel zwei Turmfassaden, zum Beispiel der Beginn von Kreuzrippengewölben. Das wurde innerhalb dieser romanischen Kunst entwickelt. In Deutschland war das nicht so. Und insofern war das dann wirklich eine Art Import. Und wenn Sie das jetzt hier sehen, sehen Sie ja sehr wahrscheinlich, dass die Struktur, die Grundstruktur, also der Grundgedanke immer noch ganz stark von dieser Mauerdicke ausgeht und eigentlich nicht von diesem Strukturprinzip der Gotik. Und das Witzigste an der Geschichte ist aber jetzt Folgendes, dass der Bauherr, also der Albrecht, starb und dann die Bauhütte gesagt hat, so, jetzt ist der tot, jetzt bauen wir wieder so weiter, wie wir das gewohnt sind und haben einfach, man sieht es im Dia nicht so gut wie im Original, dass nämlich hier die Bögen hier oben praktisch wieder rundbögig sind und eigentlich nicht mehr spitzbogig. Ja? Das heißt, sie haben gotisch angefangen und dann haben sie so, wie sie es gewohnt waren, einfach mehr oder weniger romanisch wieder weitergebaut. Und hier sieht man eben gut, dass das wirklich dann ein Import war, der aber nicht eigentlich auf eigenem Boden gewachsen war. Und Sie sehen auch, wie wichtig es ist, das ist immer in Architektur so, dass man irgendwie eine Ahnung hat von der Baugeschichte, weil sonst versteht man das nicht. Ja? Wenn man jetzt in den Bau kommt und sich denkt, was ist denn hier los? Ja? Also was ist das für eine komische Kathedrale? Unten Spitzbogen, oben wieder Rundbogen. Das ist, ja. Also das heißt, man muss dann irgendwie wissen, von den Dokumenten her, was da dann eigentlich abgelaufen ist. Hier sehen Sie den Außenbau vom Chor, wo Sie eben auch sehen, dass auf Strebebogen verzichtet worden ist, also dass praktisch die Grundstruktur gotischer Kunst nicht verstanden wurde. Das heißt, wir können hier nicht von einem gotischen Bau sprechen, sondern von einem romanischen Bau mit gewissen gotischen Importen, die aber sofort wieder fallen gelassen worden sind. Der erste wirklich gotische Bau entstand in der Elisabethkirche in Marburg um 1235. Begonnen wurde aber erst im 14. Jahrhundert dann fertiggestellt. Ja, und dann gibt es ein einziges Bauwerk eigentlich in Deutschland, was wirklich in einer engen Anlehnung an das französische Kathedralschema entstanden ist, und zwar ist das der Dom zu Köln. Und dieser Dom zu Köln, Sie sehen den hier links und auf der anderen Seite sehen Sie Amiens, auf den sich dieser Bau dezidiert bezogen hat. Und mit diesem Kölner Dom, das ist wirklich eine Art, man kann sagen, es ist eine Art Wahrzeichen, ein Symbol eigentlich für die deutsche Entwicklung. Also, der wurde begonnen 1248, also Mitte 13. Das ist also in Frankreich eben wirklich die Blüte der Hochgotik, wurde begonnen in direkter Anlehnung an Amiens, also an diese französische hochgotische Kirche. Aber erst 1350 wurde überhaupt mit dem Westbau begonnen. Also vorher war nur der Chor entstanden, dann erst 100 Jahre nachher wurde mit dem Westbau begonnen, 1560 wurden die Bautätigkeiten eingestellt. Und dann 1842
Mitte des 19. Jahrhunderts wurde mit einem großen politischen Spektakel, wurden da die Arbeiten wieder aufgenommen. Sie sehen ihn hier von außen. Und 1880 war dann schließlich dieses Wahrzeichen Feudalarchitektur vollendet. Also Sie müssen sich das vorstellen, was da in Frankreich los war, 1880, Ende des 19. Jahrhunderts, von Gotik natürlich keine Spur mehr. Und in Deutschland wird sozusagen die große deutsche Kathedrale im späten 19. Jahrhundert erst vollendet. Und natürlich ist es klar, ja, dass natürlich die Bedeutung so eines Werkes am Ende des 19. Jahrhunderts eine vollkommen andere Bedeutung hatte als zur Zeit der Gotik. Also das ist zur Zeit der Gotik war das, wenn Sie wollen, war das sozusagen die Inkarnation des mittelalterlichen Weltbildes, eine fantastische Leistung in jeder Beziehung, ideell, technisch und so weiter. Am Ende des 19. Jahrhunderts ist es natürlich ein total reaktionäres, rückwärtsgebanntes Gebilde. Und die Deutschen, das gehört dann auch noch dazu, die deutschen Kunsthistoriker haben sich eingebildet, dass die gotische Kunst eine spezifisch deutsche Kunst sei. Und es gab dann, also innerhalb der Spätromantik, gab es dann die Vorstellung einer zutiefst mittelalterlichen, religiösen Kunst, die eben von ihrem ganzen Wesen her spezifisch deutsch sei. Was natürlich ein kompletter Unsinn ist, aber was sozusagen diesen Vorstellungen entsprochen hat. Ja, also nach diesen beiden Etappen, also einerseits sporadische Annahme verschiedener gotischer Elemente, dann Versuch einer wirklichen Übernahme, hat sich langsam dann wirklich eine eher spezifisch deutsche Form von Gotik innerhalb des 14. Jahrhunderts entwickelt. In Deutschland waren die Bettelorden von ganz besonderer Bedeutung. Das sind die Franziskaner und die Dominikaner, die jetzt in den Städten ihre Kirchen gebaut haben, die jetzt keine Kathedralen waren. Kathedralen, haben wir gehört, sind Bischofssitze, also das waren jetzt keine Kathedralen, sondern es waren einfach Stadtkirchen. Und innerhalb dieser Bettelorden hat sich eine ganz starke Veränderung ergeben, insofern als die Messe nicht mehr also diese einzigartige Bedeutung hatte, sondern dass neben der Messe die Predigt wichtig geworden ist. Die Predigt hat in diesen Bettelorden eine ganz neue Bedeutung bekommen. Und diese Veränderung hat auch eine Veränderung innerhalb der Baukunst bewirkt. Das heißt, es war jetzt wichtig, dass die Gläubigen nicht einfach nur auf den Altar hin orientiert werden, sondern auch auf den Prediger und dass man diesen Prediger sehen kann, wo immer man sich in der Kirche gerade befindet. Das ist das eine. Das andere, ich zeige Ihnen hier Regensburg als ein Beispiel, was ganz wichtig ist, ist, dass die Bettelorden haben praktisch die Kritik, die an die Kirche gerichtet worden war, von vielen ketzerischen Strömungen, dass die Kirche so reich sei und also mit dieser Ausstellung ihrer Reliquien etc. und nicht diesem christlichen Armutsideal folge. Die Bettelorden haben dieses Armutsideal, also speziell die Franziskaner, haben dieses Armutsideal wieder in den Vordergrund gerückt und das hatte unglaubliche Auswirkungen auf die Form der Architektur. Sie sehen das hier ganz gut, also das hat bedeutet eine radikale Vereinfachung, ein Verzicht auf Triforien oder auf eine Empore. Dadurch ergibt sich natürlich eine Vereinheitlichung des Aufrisses, ein totaler Verzicht auf irgendeine Form von Kapellenkranz, der auch nicht mehr notwendig war, weil gar keine Reliquien mehr ausgestellt worden sind. Ein Verzicht auch auf Kapitelle, auf Schmuckelemente, der Verzicht auf ein Querhaus und eine massive Reduzierung des gesamten Chores
und eine Abschwächung des, der Vertika- also dieses Vertikalismus. Das heißt, dass ich glaube, dass Sie das sogar in der Abbildung sehen können, dass man nicht mehr diese, also dass es nicht mehr praktisch nur dieses auf Transzendenz hin ausgerichtete Erlebnis sein soll, dass es eine viel stärkere Versachlichung, eine viel nüchternere Raumauffassung beinhaltet, wo eben stärker auf Predigt, auf das Wort hin orientiert wird. Und diese Entwicklung ist weitergegangen und hat dann zu, sozusagen zu der typischen Form gotischer Architektur in Deutschland geführt, nämlich zur Entwicklung der Hallenkirche. Ich zeige Ihnen hier Landshut aus dem späteren 14. Jahrhundert. Was bedeutet die Hallenkirche? Wir haben ja gesehen, dass die christlichen Kirchen das basilikale Schema aufgenommen haben und dass auch gotische Kathedralen ein basilikales Schema haben, also eine Basilika sind. Wir haben gesehen, eine Basilika ist ein Langbau mit flankierenden Seitenschiffen, wo die Seitenschiffe niedriger sind wie das Langhaus. Eine Hallenkirche, so wie das, der Begriff das schon sagt, ist eine Halle, wo die Seitenschiffe die gleiche Höhe haben wie das Langhaus. Was bewirkt das im Raum, in der Raumauffassung? Es bewirkt, dass dieser hierarchische Aufbau von hohem Mittelschiff und flankierenden niederen Seitenschiffen, dass das fällt. Damit fällt aber auch dieses Aufgipfeln von kleineren Einheiten in einer übergreifenden Großform. Damit fällt auch der Vertikalismus und der unwiderstehliche Zug zum Chor bzw. in die Höhe. Und damit fällt der mystische Charakter, der durch die dunklen Schattenzonen der Seitenschiffe und eben diesen, den Fenstern dahinter hervorgerufen worden ist. Das heißt, dass praktisch der ganze Raum eben nicht mehr dieses ganz stark auf Transzendenz ausgerichtet hat, also dieser Effekt, der so stark auf Transzendenz ausgerichtet ist, sondern dass man hier viel stärker dieses Gefühl von einer weiten Halle hat, die eben diesem städtischen, also diesem städtischen Erleben dieses deutschen Bürgertums, kann man sagen, eher entsprochen hat. Das ist jetzt, wir befinden uns jetzt hier im 14. Jahrhundert. Also es ist einfach auch schon eine spätere Zeit. Ich zeige Ihnen zwei andere Beispiele von Hallen, Kirchen, Kuttenberg und Soest, beide in Deutschland. Links Kuttenberg schon sehr spät, also schon geht schon ins 15. Jahrhundert, wo Sie sehen, dass von dieser Form von Raumauffassung, ja, dass eher einfach eine Halle ist, dass hier der Weg natürlich auch zu Renaissance-Vorstellungen schon relativ nahe ist. Ja, oder ich zeige Ihnen hier Schwäbisch Gmünd, 1330 begonnen, 1350 dann von Pahler, einem der berühmtesten deutschen Bauleuten, dann weitergebaut. Hier sehen Sie auch, also diese ganz andere Raumauffassung, die nicht mehr diesen Vertikalismus eigentlich hat, trotzdem Spitzbogen. Und dann natürlich den sehr komplizierten Netzgewölben. Das ist etwas, was speziell in Deutschland, auch in England, in der Spätgotik dann perfektioniert und mit ganz komplizierten Konstruktionen teilweise vollendet worden ist. Ja, in Österreich haben wir natürlich auch Hallenkirchen. Die ersten Hallenkirchen in Österreich sind von der Wende, also eigentlich im frühen 14. Jahrhundert, Lilienfeld hier links und Heiligenkreuz.
Nein, umgekehrt. Rechts von ihrer Seite ist Lilienfeld, links ist Heiligenkreuz, was Sie ja sehr wahrscheinlich alle kennen. Also wir haben in Österreich mehrere ganz wunderschöne Gebilde von solchen Hallenkirchen, Neuberg an der Münz zum Beispiel hier oder eben dann auch Zwettl. Zwettl sehen Sie hier. Ja, und das ist Neuberg an der Münz in der Steiermark. Hier sind wir also im 14. Jahrhundert, teilweise sogar schon im frühen 15. Jahrhundert. Immer wieder die Hallenkirche, also wo praktisch die Seitenschiffe dieselbe Höhe dann erreichen wie das Mittelschiff und natürlich auch eine viel hellere, also grundsätzlich viel hellere Lichtsituation entsteht, wobei man natürlich dazu sagen muss, ursprünglich waren auch hier die Fenster natürlich farbig. Also diese Art von Helligkeit, wie wir sie jetzt haben, die ist nicht original. Ja, nur ein paar Sätze zu unserem Stephansdom, den Sie ja alle sehr gut kennen. Sie wissen ja sehr wahrscheinlich, dass das ursprünglich ein romanischer Bau war von 1137, der dann von einem spätromanischen Bau 1230, 40 bis 63 also überlagert worden ist. Also das heißt eben 1230 bis 63 wurde an dem Stephansdom noch romanisch gebaut, wo in Frankreich längstens ja, die Hochgotik geblüht hat. Sie kennen die Teile noch vom Riesentor und von den beiden Heidentürmen. Das sind die Reste sozusagen dieses noch romanischen Teiles. Und dann haben wir den albertinischen Chor. Moment, nein, das ist falsch. So. Den sehen Sie hier links, der, wo jetzt unter Albrecht I. und Albrecht II. Von 1304 bis 40, also in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, eben ein frühgotischer, also für Österreich frühgotisch, ein Chor, ein gotischer Chor, gebaut worden ist und dann unter Rudolf IV. 1359 der Grundstein gelegt worden ist für das Langhaus, was aber erst 1474, also im 15. Jahrhundert, vollendet worden ist, so wie der Südturm, der 1433 vollendet worden ist. Also das heißt, Sie sehen hier die Spätgotik in Österreich zu einem Zeitpunkt, wo in Italien schon längst die Renaissance begonnen hatte. Und die St. Stephan war ja ursprünglich, hat gehört zum Bistum von Passau und erst 1469 wurde es zum Bistum, also zu einer eigentlichen Kathedrale erhoben. Ja, durch die stärkere städtische Entwicklung in all diesen Ländern wurde natürlich der Handel ausgebaut und wurden aber auch die Straßen wieder ausgebaut. Das hat bedeutet, dass die Bauhütten in einem ganz anderen Maße herumwandern konnten, von einer Baustelle zur nächsten, von einer Bauhütte zur nächsten. Und deswegen auch praktisch diese Kunst aus Frankreich in einem neuen Maße eben exportiert werden konnte. Nun, wir haben darüber gesprochen, dass in der Architektur eben ganz starke Beziehungen zu Frankreich bestanden haben. Das war ähnlich auch in der Plastik. Auch in der Plastik hat man sich ursprünglich einmal vor allem an Frankreich orientiert. Und ich zeige Ihnen hier noch einmal Magdeburg, weil Sie da auch noch mal sehen, zu was das geführt hat, dass eben Bauleute von anderswoher kommen und
dann aber Planänderungen entstehen. Es gibt sehr viele Kirchen, wo Architektur und Plastik überhaupt nicht zusammenstimmen, weil sie nicht unter Umständen von denselben Leuten gemacht worden ist. Es war zum Beispiel eine Bauhütte da, die kam von Frankreich, und es waren Leute da, die Skulpturen gemacht haben, die Einheimische waren, oder umgekehrt. In diesem Fall ist es so, dass die, nachdem der Bischof hier von Magdeburg unbedingt eine gotische Kirche haben wollte, hat er geplant ein gotisches Figurenportal. Ja, weil das zu einer gotischen Kathedrale gehört, ein gotisches Figurenportal. Also hat er Figuren in Auftrag gegeben, die auch gemacht worden sind. Dann ist er gestorben und die haben gesagt, wir machen kein gotisches Figurenportal, wir bauen das so, wie wir das immer gewohnt waren. Jetzt hatten die Bildhauer aber schon diese Figuren gemacht und haben sich gesagt, was machen wir jetzt mit dem Zeug? Und die haben gesagt, okay, wir verwenden es irgendwie, wir stellen das halt da in den Chor hinein. Und insofern kommt hier aufgrund dessen eine total originelle Lösung zustande, die es sonst eigentlich nirgends gibt. Einfach aus solchen, ja, Merkwürdigkeiten heraus. Wir haben hier die Kathedrale von Straßburg rechts, diese beiden sehr berühmten Figuren aus Straßburg, Ecclesia und Synagoge, die nun auch, also aus dem Querschiff, aus dem südlichen Querschiff von Straßburg von ca. 1230, also das ist eigentlich mit das früheste, der früheste Niederschlag von französischer Kunst in dem damals praktisch deutschen Landen, die sich, wie Sie das jetzt hier auch sehen können, direkt auf Reims bezogen haben. Das heißt, das waren Künstler, die waren in Reims oder sind von Reims nach Straßburg gewandert und haben diese Kunst praktisch eben nach Straßburg gebracht. Hier sehen Sie das Tympanon in Straßburg, der Marientod von dem gleichen Meister sehr wahrscheinlich, wo man eben auch sehr deutlich sehen kann, das ist noch, noch in einer romanischen Architektur in diesem Straßburger Münster, was ganz romanisch noch gebaut ist, Rundbogen. Aber dann ein Künstler, der von Frankreich kam und eben eine Kunst mitgebracht hat, die ganz an den französischen Vorbildern orientiert war. Ich zeige Ihnen hier links die Skulpturen aus Bamberg. In Bamberg haben wir eine Situation, dass hier erstmals, also wir sind hier in der Mitte des 13. Jahrhunderts, dass hier tatsächlich sehr wahrscheinlich deutsche Künstler aus Bamberg hier Skulpturen gemacht haben, durchaus auch in Anlehnung wieder an französische Vorbilder. Ich zeige Ihnen hier diese Maria in Bamberg, in der Kirche von Bamberg. Und als Vergleich zeige ich Ihnen hier diese berühmte Maria, wir haben sie uns angeschaut, aus Reims mit diesem Standspielbein-Motiv. Natürlich ist die hier sehr anders, aber dieses Motiv bzw. diese Schüsselfalten hier, diese Art der Gewandfigur, das ist schon klar, dass der in irgendeiner Form mit französischen Vorbildern in Verbindung gekommen war. Diese Bamberger Figuren, es ist eine Maria und eine Elisabeth, die sind sehr bedeutsam und zeigen eigentlich erstmal sowas wie Charakteristika, die dann wirklich auch für die weitere Entwicklung der deutschen Skulptur sehr typisch geworden ist. Man weiß nicht genau, ob diese Figuren wirklich für den Innenraum bestimmt waren ursprünglich. Es kann sein, weil sie, das können Sie vielleicht hier schon sehen, sie sind eigentlich sehr selbstständig konzipiert und
haben nicht eigentlich diese ganz starke Verbindung mit der Säule wie die Figuren der französischen Säulenportale. Das heißt, dass man hier eigentlich eine Entwicklung sieht, die, in, die tatsächlich in Deutschland sehr stark forciert worden ist, nämlich die Plastik von der Säule, von ihrer Verbindung zur Architektur zu lösen. Und die ist zwar noch an der Architektur gebunden, aber die Richtung geht schon in eine Autonomisierung der Plastik, wie sie dann, dann natürlich erst in der Renaissance wirklich vollzogen worden ist. Und was Sie vielleicht auch sehen können hier, ist speziell bei der Elisabeth, ist eine Betonung des Ausdrucks, eine Betonung des Ausdrucks auf Kosten von Schönheit. Und das ist etwas, was dann in der, eigentlich die ganze weitere Zeit die deutsche Kunst sehr stark bestimmen wird, dass versucht wird, Figuren möglichst ausdrucksstark zu machen, auch wenn sie dadurch unter Umständen verhässlicht werden und eben nicht so ausschließlich auf Schönheit zu schauen, wie das in der französischen Plastik der Fall war. Also hier Bamberg vor der Mitte des 13. Jahrhunderts so ein Beginn wie wirklich eine typisch deutsche Form von gotischer Skulptur mit durchaus schon einem eigenen Profil. Ja, und nun kommen wir zu einem der Hauptwerke dieser deutschen gotischen Plastik. Und das ist hier in Naumburg. In Naumburg, im Westchor des Naumburger Doms, um die Mitte des 13. Jahrhunderts. Und zwar ist das ein, im Chor, also in dem Chor, ist ein, zwischen dem Chor und dem Langhaus ist ein Lettner. Ich werde Ihnen das nachher gleich zeigen, das ist hier, also hier sehen Sie jetzt sozusagen vom Chor in das Langhaus. Und wir haben darüber gesprochen, wenn Sie sich erinnern können, dass in den romanischen Kirchen fast immer ein Lettner da war, um die Kleriker von den Laien zu trennen. Und dann in der Frühgotik, speziell in Frankreich, hat man das radikal, die Lettner, entfernt. Und teilweise hat man sie in der Gotik dann wieder gebaut. Also hat dann praktisch diese Trennung von Klerus und Laien eigentlich wieder hergestellt. Und hier haben wir einen ganz massiven Lettner. Hier ist der Chor, da hinten ist praktisch das Langhaus. Ja, Moment, ich schaue nämlich gerade, ob da das noch... Ja, hier sehen Sie das eigentlich sehr gut. Wie, also hier stehen wir im Langhaus, da hinten ist der Chor und da sehen Sie den Lettner. Also in dem Fall ist es wirklich so, dass man... Dass also dass der Lettner eine solche Höhe hat, dass der wirklich den Chor von dem Langhaus praktisch komplett trennt. Und die Figuren an diesem Lettner, also der ist hier, hier ist eine Kreuzigungsgruppe, da ist, sind Szenen aus der Passion und im Chor sind Stifterfiguren, das alles werde ich Ihnen jetzt kurz vorführen. Auf dem Lettner sind Teile der Passion dargestellt, und zwar eigentlich in einer sehr neuen Form, in einer Form, die, wenn man das sieht, wirklich man total verblüfft ist, wie das eigentlich möglich ist. Sehr wahrscheinlich war der Bildhauer in Frankreich gewesen, hat dort sehr viel aufgenommen, speziell von Reims, hat aber doch eine sehr eigene Note. Ich hoffe, dass Sie das hier sehen können, dass hier diese Szenen der Passion so dargestellt sind, dass eigentlich schon so etwas da ist wie eine gewisse psychische Charakterisierung der Figuren. Sie sehen hier zum Beispiel Christus vor Pilatus, der sich jetzt hier
die Hände wäscht und sagt, ich wasche meine Hände in Unschuld. Hier ist noch das, das Abendmahl zu sehen. Und da, ich hoffe, dass das jetzt scharf ist. Ja, hier sehen Sie noch ein paar Details, wo Sie das vielleicht etwas besser sehen können. Also nochmal, hier ist Judas, der die Silberlinge zurückbringt. Und hier sehen Sie, und das ist eben schon eigentlich in dieser Form, ist es zwar in Ra schon etwas vorgebildet, aber in dieser Form doch neu, dass Figuren, menschliche Gesichter so gezeigt werden, dass so etwas wie Ausdruck, wie wirklich Affekte sichtbar werden. Also dieser Judas, der diese Silberlinge zurückbringt und irgendwie verzweifelt ist, und der hohe Priester, der sozusagen nachdenkt, was er jetzt machen soll, aber das ja dann letztlich ablehnt und sagt, ich will deine Silberlinge nicht mehr haben. Ja, und jetzt gehen wir also durch diesen Lettner in diesen Chor, und der Chor ist etwas ganz Besonderes. In diesem Chor sind nämlich um den Chor herum, ja, sind Stifterbilder dargestellt. Und zwar werden die angeblichen Stifter aus dem 11. Jahrhundert, also das ist eher sozusagen fiktional, ja, aber die Vorstellung, dass sozusagen es Stifter gab, die im 11. Jahrhundert gelebt haben und diese Kapelle, sozusagen diesen Dom gestiftet haben, aus dem eigenen Geschlecht, die werden jetzt hier dargestellt. Und das ist jetzt aus zwei Gründen außerordentlich bemerkenswert. Das eine ist die Tatsache, dass das überhaupt der Fall ist. Das heißt, dass jetzt nicht einfach Heilige dargestellt werden, sondern profane Figuren. Profane Figuren. Und das zweite ist, wie sie dargestellt werden, nämlich mit einer Form des, eines Realismus, der bis dahin nirgends vorhanden war, auch nicht in Frankreich. Ich zeige Ihnen jetzt ein paar Details, dass Sie das nachvollziehen können. Sie sehen, dass jede dieser Figuren ist total individuell eigentlich gekennzeichnet. Was Sie auch sehen, was ich prinzipiell hier nochmal betonen möchte, ist, dass diese Figuren alle gefasst waren. Also sie waren alle bemalt. Das ist etwas, was ich immer wieder betone, dass sowohl die Architektur wie aber auch die Plastik immer gefasst war. Diese Steinansichtigkeit, an die wir heute gewöhnt sind, das ist ein Ergebnis von der Erhaltung beziehungsweise vor allem dann von Vorstellung des 19. Jahrhunderts, die alle sozusagen bis auf die Knochen gereinigt haben. Ja, da sehen Sie, dass es sind meistens Paare, und sie sind eben jedes einzelne Paar ist sehr individuell gestaltet. Ja, und das ist eben dieser, also man nennt ihn Naumburger Meister, man weiß nicht sehr viel von ihm, man geht mit Sicherheit davon aus, dass er in Frankreich war, dass aber eben irgendwie, also dass das schon etwas ist, was es in dieser Form, also dass wir sind jetzt in der Mitte des 13. Jahrhunderts, auch in Frankreich in der Form eigentlich nicht gab. Sie sehen hier dieses Paar Eckehard und Uta. Und diese Uta ist natürlich besonders auffallend. Hier sind auch sehr viele farbige Reste einfach noch vorhanden, wo man natürlich sieht, was die Farbe ausmacht. Ja, das ist etwas, was wir immer wieder vergessen in der Plastik. Das ist ja vollkommen klar, wenn eine Plastik farbig geplant war, ist es ja klar, dass wenn zum Beispiel die Augen bemalt sind, ja, dass das natürlich, was den Ausdruck einer Figur anbelangt, einen vollkommen anderen Ausdruck gibt, als wenn das einfach nur steinansichtig ist und die Malerei weg ist, ja, und dann zum Beispiel eine Figur eben keine Augen hat. Das muss man sich immer, also in den mittelalterlichen Figuren sozusagen immer dazu denken, genauso wie man in der Architektur sich die Architekturmalerei eigentlich immer dazu denken muss, was schwierig ist, aber es geht sozusagen ums Bewusstsein, dass auch die Architektur immer gefasst war. Und jetzt nochmal
Ja, da sehen Sie nochmal die von der Uta die Handhaltung, also wie sie ihr schweres Gewand hier hält. Also Sie sehen, es ist eine Art von Realismus, eine Art psychologischer Charakterisierung, aber auch durchaus eben insgesamt realistischer Charakterisierung, was wirklich absolut neu ist. Und das hängt jetzt zusammen, auch in Deutschland, mit einer bestimmten Entwicklung einiger weniger Städte, die sich im 13. und 14. Jahrhundert eben weiterentwickelt haben. Was interessant ist, was wir immer wieder beobachten können, ist, dass es eben keine geradlinigen Entwicklungen gibt. Das heißt, es ist nicht so, dass jetzt diese Form von Realismus, diese Auseinandersetzung auch mit Realität, dass das einfach jetzt weitergeführt wird bis zur Renaissance, sondern da kommt gleich, also sehr bald sozusagen wieder eine Gegenbewegung, beziehungsweise muss man sagen, dass diese Naumburger Figuren sowieso ein relativer Ausnahmefall innerhalb von der deutschen Skulptur dieser Zeit waren. Wir haben jetzt im 14. Jahrhundert die Situation, dass sich die Gegensätze innerhalb von Deutschland massiv zuspitzen. Also wir haben diese sehr massive, diese Territorialfürsten mit ihrer sehr massiven Gewalt auf die Städte. Und Sie müssen sich vorstellen, was hat das bedeutet. Es hat zum Beispiel bedeutet, diese extremste territoriale Zersplitterung in Deutschland hat bedeutet, dass wenn ein Kaufmann mit seinen Waren, also das war halt, es war Salz, es waren Farben, es waren Kräuter, es waren Stoffe, es waren verschiedenste Dinge, die mit denen hier gehandelt worden ist. Wenn das jetzt sozusagen auf dem Landweg durch Deutschland ging, hat das bedeutet, dass jeder kleinste Territorialfürst irgendwelche Abgaben und Steuern verlangt hat, wenn dieser Kaufmann mit seinen Wagen da durchgegangen ist. Ja? Das heißt, das hat eine unvorstellbare Verteuerung von Waren bedeutet, wo eben die Kaufleute und die Städter unglaublich gegen diese Feudalherren natürlich aufgebracht waren. Also sozusagen sämtliche Gegensätze innerhalb des 14. Jahrhunderts spitzen sich hier zu und es ist ein Widerspruch zwischen Städtern und Feudalherren, natürlich sowieso zwischen Bauern und Feudalherren und es ist nicht natürlich wie in Italien, speziell Florenz, diese enge Bindung von Patriziat und kirchlicher Kurie, also Papst. Im Gegenteil, weil auch der Papst natürlich ein Feudalherr ist, ist auch hier praktisch, sind hier Widersprüche. Das spitzt sich zu dann bis letztlich zur Reformation, wo dann alle diese Widersprüche eskalieren werden. Aber bis dahin ist natürlich noch sehr viel Zeit. Die Kirche reagiert natürlich auch sehr stark und Sie sehen, dass wir jetzt von diesen Skulpturen, die Sie da rechts sehen, Naumburg, also wir sind da in der Mitte des 13. und was Sie hier sehen, ist Köln 1320. Also Sie sehen, es geht überhaupt nicht geradlinig weiter, sondern es geht eher, es gibt sozusagen ein Rollback, wie das so oft der Fall ist. Und wir haben hier wieder eine mittelalterlich-kirchliche Kunst, wo Figuren, also wo eben versucht wird, diese Form von Monumentalität, von Plastizität, von Schwere, von Volumen den Figuren wieder zu nehmen, diesen Schwung den Figuren wieder, diesen gotischen Schwung zu verleihen, wo man das Gefühl hat, die Figur steht eigentlich nicht, die hat überhaupt keine, die kann sozusagen eigentlich gar nicht selber stehen, sondern es ist diese Gewandfigur, wo überhaupt kein Körper darunter fühlbar ist, wo sozusagen das Gewand die Figur eigentlich hinaufreißen soll und die ganze Figur eigentlich nur aus diesen wunderschönen Falten besteht und eben sehr stark auch gelenkt wird. Also wo versucht wird eigentlich
Ja, denn Figuren wieder dieses transzendente Aussehen zu geben. Hier sehen Sie auch aus Köln ungefähr 1330 eine Marienfigur, die von der Konzeption her sehr ähnlich ist wie die vorangegangene. Aber Sie sehen, dass es gibt eben nie ein totales Rollback. Es bleiben dann immer irgendwelche Dinge zurück. Und was hier, wo man sieht, dass das jetzt eine Figur schon aus dem 14. Jahrhundert ist und nicht aus dem 13., ist, dass die natürlich schon auch jetzt eine gewisse Sinnlichkeit, eine gewisse sinnliche Schönheit hat, die über diese realistischen Tendenzen faktisch in die Figur hineingenommen worden ist. Ich habe vorher gesagt, dass es sehr unterschiedliche Strömungen und Widersprüche gab. Es gab also jetzt in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts sehr starke Strömungen von Seiten der Kirche, eben diese Schönlinigkeit, diese transzendente Kunst zu propagieren. Es gab aber genauso eben diese extremen Strömungen der Mystik, die sich in der Kunst dann ungefähr so äußern. Also eine Mystik, die sehr stark sich an die Menschen wendet, dass man eigentlich mit Christi leiden, mitleiden soll. Also das sind ganz starke Strömungen, wo faktisch über eine Art Identifikation, über das Gefühl an die Gläubigen appelliert wird. Und das führt einerseits teilweise wie hier zu massiven Verhässlichungen, um den Schmerz, um den Tod zu charakterisieren. Aber wie auch zum Beispiel hier diese Pietà, also wo, und da kommt jetzt eben einerseits ist das eben die Mystik, also die Vorstellung, dass sich dieses entsetzliche Leid einfach buchstäblich physisch mitempfinden soll. Und Sie sehen aber hier eben auch dieses relativ typisch Deutsche, dass eben nicht davor gescheut wird, das eigentlich zu verhässlichen, weil man irgendwie, weil es wirklich um den Ausdruck, um den massiven Ausdruck eben gehen soll. Aber es gibt durchaus auch ganz andere Figuren, wie hier diese Johannes Christus Gruppe, die, wo ganz viele solche Gruppen entwickelt worden sind im späten 14. Jahrhundert, speziell zu diesem Motiv Christus und Johannes. Diese Christus-Johannes-Gruppen standen fast ausnahmslos in Nonnenklöstern. Und es zeigt sozusagen Christus mit seinem Lieblingsjünger. Da gibt es jetzt keine Verhässlichungen, weil das überhaupt dem Thema nicht entsprechen würde, sondern da geht es eher um dieses, um so ein lyrisches Gefühl. Und es gibt durchaus Dokumente aus diesen Nonnenklöstern, wie diese Skulpturen rezipiert worden sind, dass die Nonnen, die sich da vollständig hinein gesteigert haben und sich natürlich mit diesem Johannes, also Lieblingsjünger von Christus, identifiziert haben und wo es ja dann auch eine Lyrik von Nonnen gibt, die also extremst erotisch teilweise auch gefärbt ist, weil das einfach die einzigen, also sozusagen, weil es ja praktisch die einzigen Bildwerke waren, die unheimlich stark auf die Psyche dieser Menschen gewirkt hat. Ja. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts hat der deutsche Kaiser Karl IV. Seine Residenz nach Prag verlegt. Und wir haben hier in Prag in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts wirklich nochmal ein ganz starkes, höfisch geprägtes Zentrum. Also Karl IV. Hat es sozusagen geschafft, hier wirklich nochmal ein künstlerisches und auch intellektuelles Zentrum
zu schaffen. Er hat in Prag 1348 die erste Universität auf deutschem Boden gegründet und hat den letzten monumentalen Kathedralbau der Gotik bauen lassen, nämlich, den sehen Sie hier, den Veits Dom. Diese Kathedrale wurde von Matthias von Arras, also einem Südfranzosen, begonnen und sein Nachfolger wurde 1352 dann Peter Pahler aus Schwäbisch Gmünd, also einer der, was ich Ihnen vorher gezeigt habe, einer der bedeutenden deutschen, sowohl Bauherren wie durchaus auch, der hat auch durchaus auch Skulpturen gebaut. Dieser Peter Pahler hat im Triforium des Veitsdomes Büsten anbringen lassen, und zwar einerseits vom Kaiser Karl IV., aber auch erstaunlicherweise von sich selbst. Ich muss jetzt mal schauen, nein, das ist nicht hier, sondern das ist hier. Hier sehen Sie Peter Pahler, die Büste von ihm selbst. Das ist also jetzt Mitte 14. Jahrhundert und das zeugt natürlich jetzt schon von einem neuen künstlerischen Selbstbewusstsein, dass sich hier der Architekt und Bildhauer selbst hier ein Zeichen, und zwar wirklich ein Bildnis setzt. Also das heißt, das sind schon Zeichen, wie das dann im nächsten Jahrhundert eben in die Renaissance übergehen wird. Nun, ich werde Ihnen das jetzt mit einigen Beispielen noch dann zeigen, dass dadurch, dass Karl hier jetzt nochmal wirklich so ein künstlerisches Zentrum in Prag geschaffen hat, bündelt er nochmal alle künstlerischen Kräfte. Er hat versucht, aus allen Ländern, aus Italien, aus Frankreich, die besten Leute zusammenzuholen an seinen Hof. Und da entsteht nochmal sowas wirklich wie eine spätgotische Blüte der Kunst. Ich möchte aber davor noch einige Worte sagen zur Malerei. Und zwar, die Malerei gibt es natürlich in der Gotik vor allem in Form der Glasmalerei, in Form der Buchmalerei, in Form der Wandmalerei. Aber es beginnt auch die Tafelmalerei. Ich werde in der nächsten Stunde nochmal einen genaueren Überblick geben über den Beginn dieser Tafelmalerei. Einer der Gründe dafür ist eine Veränderung in der Liturgie, nämlich dass der Priester jetzt nicht mehr hinter dem Altar steht mit dem Blick zur Menge, sondern vor dem Altar mit dem Rücken zu den Gläubigen. Und das ermöglichte groß angelegte hohe Altaraufsätze, die eben mit Schnitzereien und teilweise mit Tafelmalereien geschmückt worden sind. Und zwar sind da eine der ersten Beispiele hier bei uns in Österreich, sind diese Klosterneuburger Tafeln von ca. 1320, sind heute in Klosterneuburg zu besichtigen. Das ist die andere dieser Tafeln. Und hier kann man schon unschwer sehen, dass diese Tafelmalerei ganz stark von Giotto beeinflusst ist. Ich zeige Ihnen hier das Fresko von Giotto mit Christus und Maria Magdalena. Und Sie sehen hier den Klosterneuburger Altar, der natürlich diesen Giotto in irgendeiner Form über verschiedene Zwischenstufen, wie auch immer, gekannt hat und eben hier diese Form von Tafelmalerei entwickelt worden ist. Die Tafelmalerei, ich werde Ihnen das nächste Stunde noch genauer darstellen, beginnt mit Ansätzen im 13. Jahrhundert, vor allem dann im 14. Jahrhundert,
Und hat natürlich dann einen unglaublichen Siegeszug vollzogen, indem es das Tafelbild zu, sozusagen, zu dem entscheidenden Medium geworden ist, zu dem Medium eigentlich des städtischen Bürgertums, weil das die Kunstform war, die man sich eben zu Hause praktisch an die Wand hängen kann, ja, im Gegensatz zur Wandmalerei in dem Sinn. Und ja, heute, also die Frage des Tafelbildes als Medium, ob das überhaupt die Malerei in der Form als Tafelbild überhaupt noch ein mögliches Medium ist, ist ja heute nicht ganz unstrittig. Diese Tafelmalerei entsteht hier im Westen, also in Deutschland, im Westen ist ganz stark unter italienischen Einfluss. Und dadurch, dass jetzt Karl IV. In Prag sich so ein richtiges höfisches Zentrum nochmal gebaut hat, wird jetzt hier in Prag auch die Tafelmalerei gepflegt. Und da kommen jetzt die unterschiedlichsten Einflüsse zusammen. Das heißt, dass die böhmische Kunst, also um Prag herum, in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, um 1400, eine ganz große Bedeutung erlangt, wo eben Italienisches mit Westlichem vermischt wird und von dort aber wieder sehr stark ausstrahlt. Also wenn Sie einmal nach Prag kommen, gehen Sie dort ins Museum, da haben Sie diese ganze böhmische Tafelmalerei, die hat damals wirklich eine ganz große Rolle gespielt. Und ich zeige Ihnen jetzt hier einfach ein paar Beispiele. Das ist der sogenannte Meister von Hohenfurt, das ist noch relativ früh. Da sieht man eben ganz stark noch die Trecento, also die italienischen Einflüsse, die byzantinischen Einflüsse. Und dann ist das hier der Meister Theodorich, wo Sie sehen, dass der natürlich sich jetzt mit Giotto und diesen Italienern mit dieser Form von Volumen, mit dieser neuen Monumentalität auseinandergesetzt hat. Ein großartiger Maler, der aber auch eben dieses ganz stark malerische, diese malerischen Qualitäten sehr stark in diese monumentale Gestaltung bezieht hier nochmal ein Werk in dieser Tradition. Und dann hier der sogenannte Meister von Wittingau. Hier sind wir jetzt schon um 1380, also hier sind wir jetzt schon am Ende des 14. Jahrhunderts angekommen, wo wir sehen können, dass die Tafelmalerei wirklich zu einer, also beginnt eine wirklich neue Bedeutung zu spielen und dass hier jetzt in Böhmen durch diese höfische Kunst, durch diese Konzentration von verschiedenen Künstlern aus verschiedenen Gegenden etwas Neues geboren wird. Eine Kunst von diesem Meister von Wittingau, der jetzt ganz stark von der Farbe ausgeht und schon so richtig über die Farbe Stimmungen eigentlich darstellen kann, wenn Sie sich diesen roten Himmel da bei der Auferstehung von Christus aus dem Grabe anschauen oder hier diese Beweinung, wo jetzt ganz stark schon eben Gefühlssituationen über die Malerei dargestellt werden. Also die Maria, wo man das Gefühl hat, die hat total verweinte Augen, also wo so dieser ganze Gefühlsimpetus schon mit dargestellt wird. Das heißt, wir haben jetzt am Ende des 14. Jahrhunderts im deutschen Bereich durch diese Zentralisierung in Prag, in Böhmen ein Zentrum, was dann wieder sozusagen in alle Länder wieder ausstrahlt. Das strahlt wieder aus nach dem Westen, sogar auch nach Italien etc. Kurz sozusagen vor Beginn der Renaissance hier nochmal ein großes Zentrum. Wir werden uns in der nächsten Stunde werden wir sozusagen dieses Spätmittelalter abschließen. Das heißt, wir werden dann sprechen über die Kunst um 1400, die nochmal diese Tendenzen zusammenfasst, bevor wir dann eben im Sommersemester uns dann wirklich der beginnenden Frührenaissance im 15. Jahrhundert zuwenden. Ja, wir haben ein paar Minuten noch. Wenn Sie Fragen haben, können Sie das jetzt gerne tun. Ich mache nur Licht.
Ja, gibt es Fragen Ihrerseits noch zur Vorlesung, zur Stunde heute? Ja? Die Frage war, gibt es nur sozusagen Hallenkirchen in Deutschland oder gibt es durchaus auch noch basilikale Formen? Es ist so, also das basilikale System ist teilweise für, also von sozusagen von feudaler Seite her weiter genützt worden. Die Bettelorden, die ja, also die Bettelordenskirchen gehen den Hallenkirchen voraus und gehen teilweise nebenher. Ja? Die Bettelordenskirchen sind nur zum Teil Hallenkirchen, nicht alle. Aber sie haben auf jeden Fall dann diese total vereinfachten Formen. Und die Hallenkirche wird in der Tat, das ist sozusagen die spätgotisch-deutsche Form der Gotik, die wird praktisch fast im ganzen deutschen Gebiet wirksam. Es gibt einzelne Kirchen, aber es sind dann wirklich, also es ist, man könnte sagen, es ist dann das im klösterlichen Bereich, ja, was nicht städtisch ist, was sozusagen im feudalen klösterlichen Bereich werden dann teilweise die alten Formen mit niederen Seitenschiffen weitergeführt. Aber eher minimal. Ja. Gibt es noch Fragen? Naumburg, das ist ehemalige DDR, Ostdeutschland. N wie Norbert, A-U-M, Berg, Burg, Naumburg. Ist sozusagen der Höhepunkt, kann man wirklich sagen, deutscher gotischer Plastik. Dieser Naumburger Meister ist einfach, ja, also wenn Sie da mal, man ist nicht so schnell da im Osten, aber das ist wirklich eine Reise wert. Noch Fragen? Okay, dann sehen wir uns nächste Woche.